Die ISH 2011 ist mit 204.000 Besuchern erfolgreich zu Ende gegangen. Zum Abschluss der weltgrößten Messe für Sanitär, Heizung und Klima haben wir noch einige Stimmen der Hersteller eingefangen. Ja, die ISH ist aus meiner Sicht wieder ihrem Ruf gerecht geworden. Sie ist die Leitmesse der Sanitärwelt. Und ich kann es natürlich jetzt nur aus meiner Sicht als Hans Grohe nun beantworten. Wir hatten von Anfang an eigentlich immer die Halle voll. Es war ein buntes Messegeschehen, internationales Publikum da, deutsches Publikum da. Wir sind sehr zufrieden. Ja, bis heute muss ich ein sehr positives Fazit ziehen. Wir haben eine hervorragende Besucherresonanz über die letzten Tage erlebt. Also gestern war es wirklich extrem voll, so hatten wir es selten. Der Anteil der ausländischen Besucher hat auch bei uns zugenommen. Das ist vielleicht ein Trend auf der gesamten Messe. Die Resonanz auf unsere Produkte, das ist natürlich für uns zunächst erstmal wichtig, war ganz hervorragend. Und wir haben insbesondere mit unserer ablenkbaren Duschrinne, glaube ich, auch ein kleines Messehighlight gesetzt. Zumindest konnte man das an dem Trubel sehen, der sich vor dieser Präsentation gebildet hat. Ja, ich muss Ihnen sagen, das werden natürlich alle sagen, dass wir ja sehr zufrieden sind. Es ist sehr positiv. Wir haben eine super positive Resonanz von den Kunden direkt abgenommen. Und das ist für uns unheimlich wichtig. Ja, das war eine fantastische Woche hier dieses Jahr in Frankfurt. Das war eine Steigerung nochmal zu vor 2 Jahren, wo wir schon sehr glücklich waren. Wir haben ja vor 2 Jahren die Kooperation mit Honda angekündigt. Dieses Jahr können wir das Modul zeigen. Wir sind überrannt worden mit Interesse. Generell das Thema effiziente Technologien war das zentrale Thema der Messe. Und wir glauben wirklich, dass wir hier einen guten Aufschlag gemacht haben und sehr gut bei unseren Partnern präsentieren konnten und sind sehr glücklich mit diesem Messeverlauf. Für uns ziehen wir ein sehr positives Fazit. Alle unsere Neuheiten und unsere Konzepte, die wir dort angeboten haben, stoßen auf sehr großen Zuspruch. Ja, wir haben einen wirklich guten Messebesuch. Der dürfte etwa auf dem Niveau dessen liegen, was wir 2009 hatten. Insofern sind wir mit dem Zulauf sehr zufrieden. Und was uns auch besonders gefällt und richtig auffällt, ist die ausgesprochen gute Stimmung, die hier auf der Messe herrscht. Also das letzte Jahr war ja ein gutes Jahr für die Branche insgesamt und auch der Start des Jahres 2011 ist gut gelungen. Insofern blicken wir in fröhliche Gesichter und haben gute Stimmung. Das freut uns. Kurz und knackig, es war eine sehr gute Messe bis jetzt. Wir haben uns sehr gefreut, viele Kunden zu treffen, die auch außergewöhnliche Ideen verstehen. Über die Anzahl der Besucher kann ich noch nichts sagen, aber ich kann auf jeden Fall auch als Kompliment an unsere Partner sagen, es hatte alles eine sehr gute Qualität gehabt. Wir haben 2 Linien gezeigt, wo wir meinen, eine Punktlandung mitgetroffen zu haben. Wir hatten qualitativ gute Besucher, aber quantitativ sind wir uns nicht ganz sicher, weil wir einige Handwerker oder Einzelhändler vermisst haben. Aber für uns eine glatte 2+. Oh, ich bin positiv überrascht. Die Messe war wie vor 2 Jahren ein voller Erfolg für uns. Wir hatten sehr gute Gespräche, auch internationale Gespräche. Und ich muss abschließend sagen, also es war in unserem Interesse, dass alles so prima abgelaufen ist und auch der Besucherstrom nicht abgerissen ist. Ich fand die diesjährige ISH besonders interessant, weil gerade in der Welt des Bades viele Wettbewerber aufgerüstet haben und man hat gesehen, diese Branche hat etwas zu bieten. Und natürlich vergleichen die Kunden auch. Und als Markenhersteller ist man dann natürlich begeistert, wenn die Kommentare nicht so schlecht für die eigene Marke ausfallen. Und ich habe mich sehr gefreut, dass wir tolle Besucher hatten, vor allem aus dem Ausland. Erfreulicherweise auch ganz viele Großhändler und nicht nur die Chefs, sondern auch die Ausstellungsleute, die Verkaufsleute. Und beim Handwerk hätte es sicher den einen oder anderen Besucher mehr geben dürfen. Aber von der Besucherzahl insgesamt waren wir als Duravit wirklich sehr zufrieden. Ja, aus unserer Sicht sehr gut. Wir haben unsere neue RTM-Fitting-Technologie hier das erste Mal vorgestellt als die Innovation für die Messe dieses Jahr. Ist von unseren Fachhandwerkern, unseren Planern sehr gut angenommen. Wir stellen aber auch fest, dass die Besucherzahl sich sehr häufig aus den ausländischen Kunden und Gästen zusammensetzt und bedauern so ein bisschen, dass der heimische Handwerker immer weniger zur ISH kommt. Hocheffizienz stand im Mittelpunkt aller Leistungen und Lösungen, die wir hier auf dieser ISH gezeigt haben. Viele Produkte hatten Weltpremiere. Wir haben ein komplettes Programm der effizientesten Pumpen der Welt für die Gebäudetechnik. Darauf sind wir stolz. Die Systeme und Anlagen erfüllen schon heute die europäischen Standards von 2015. Und ich denke, dass diese zeitgemäßen Lösungen entsprechende Wirkung im Markt erzielen werden. Die Begeisterung unserer Besucher auf dem Stand war sehr groß und wir sind mit dem Ergebnis dieser ISH außerordentlich zufrieden.
wir waren von der Besucherzahl her sehr wirklich positiv überrascht. Wir hatten am Dienstag sehr viele Besucher, Mittwoch ein bisschen weniger und dann Donnerstag, Freitag auch sehr gut. Was uns sehr gefreut hat, wir waren gespannt auf die Anzahl der deutschen Besucher und da waren wirklich viele, die uns gesehen haben. Und welche Produktneuheiten haben Sie hier präsentiert? Ja, wir haben eine neue Produktserie vorgestellt, die Collection 3 Serie, die, wie Herr Übersack sagte, von allen Besuchern hervorragend angenommen wurde und auch den Zeitgeist getroffen hat. Ja, zusammenfassend, die ISH 2011, wir Judo und die Wasseraufbereiter sind ja erstmals in der neuen Halle 5.1 und für uns stellt sich die Frage, ist der Kundenverkehr gleich gut, besser als in der bisherigen Halle 1.1. Unserer Meinung nach haben wir eine sehr gute Kundenbesuch erfahren. Insgesamt können wir von den Besucherzahlen her sagen, vielleicht etwas weniger Besucher, aber ob es an der neuen Halle hängt, bleibt sicherlich im Anschluss an die Messe auch noch zu diskutieren. Ich denke, es war eine der erfolgreichsten ISHs, die Wolf jemals erlebt hat. Wir haben mit unserem neuen Messeauftritt, mit unseren Systemwelten und natürlich auch mit unseren beiden Messeständen in Halle 11 und Halle 8 einen exzellenten Zulauf gehabt. Weiterer Punkt war, was besonders auffällig war, auch der Anteil der internationalen Gäste und Kunden war dieses Jahr ausgesprochen hoch, sodass wir uns auch im Bereich des Exports deutlich weiter nach vorne bewegen konnten. Ja, Frau Meinholz, wir sind sehr zufrieden. Die Messe hat alle Erwartungshaltungen von uns übertroffen. Wir hatten die Zielgruppen da bei uns am Stand, die wir wollten, ob Planer, Architekten, vor allen Dingen das Fachhandwerk. Und wir konnten unsere Botschaften, gerade das Thema erneuerbare Energie in Verbindung mit Wärmepumpe, Wohnraumlüftung, vermitteln und überbringen. Auch das Thema Fernwartung und Bedienung mit iPads und iPhones, die spannenden Themen, die wir so auf dem Messestand gezeigt haben, sind angenommen worden. Also es war eine tolle, tolle, tolle Messe. Ja, ein uneingeschränkt positives, die gute konjunkturelle Lage der Branche. Über 17 Milliarden Euro im letzten Jahr, eine Umsatzerwartung von 18 Milliarden in diesem Jahr, das spiegelt die Messe wieder. Die Hallen brummen, es ist voll. Qualifizierte Besucher, hoher Anteil aus dem Ausland, der beweist, die Wirtschafts- und Finanzkrise im Ausland ist überwunden, die Leute kommen hierher, aber auch sehr qualifizierte, starke Nachfrage aus dem Inland.